Ja, Salle, was geht? Herzlich willkommen zurück hier bei mir auf dem Kanal. Heute wieder in The Infected mit mir, am Fly High und unserem High Fly. Ich habe schon ein kleines bisschen vorbereitet. Alt-Links-Klick, Alt-Links-Klick. Wunderbar. Damit das draußen am Ofen immer aufgeht. Und ja, hier habe ich auch schon mal einen Aufgang nach oben gebaut. Mal gucken, was wir hier noch hinzimmern werden. Aber ich glaube, sowas wie das Gewächshaus oder so wird da Platz finden. So, und dann Alt-Links-Klick. Du und du kannst auch raus. Dann haben wir hier 5. Ah, dann geht es doch schon wieder nicht auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gött. Das Eisenregal ist bald voll. Den Wagen haben wir auch vorbereitet. Haben wir da auch so eine blöde Kiste rein? Jawohl. Dann schmeiße ich jetzt noch kurz das ganze Zeug hier irgendwo raus. Das, was wir definitiv nicht brauchen. Und das können wir mal alles mitnehmen. Sicher ist sicher. Und dann gucken wir mal auf die Map. Also hier waren wir schon. Das heißt, wir gehen heute, ich würde sagen, hier hoch. An diesem Gebiet da vorbei, gucken, was da vergraben ist. Das heißt, wir müssen in die Richtung. Alles klar. Habt ihr den Wagen? Warum hast du den jetzt hinter dir? Okay. Auf geht's in die Richtung. So, laufen wir da zusammen hin oder wie machen wir es? Ich weiß es noch nicht. Laufen wir mal den halben Weg zusammen, oder? Was, ach, schauen wir mal, was uns in dieser Stadt erwartet. In der Hoffnung, dass uns hier kein Bär oder Wolf über den Weg läuft. Hallo Maus. Oh, Ausdauer alle. Ja, das mit der Ausdauer. Wir haben schon 104, weil ich dieses Essen mache. Aus Melone und Melone. So, let's go. Jetzt kannst du wieder rennen. Map. Okay, alles klar. Wir sind gleich an der ersten Abschöpfstelle angekommen. Das ist aber noch nicht hier, ne? Nee. Geht noch ein Stück. Die waren ja auch relativ eindeutig gekennzeichnet. Vom Gebiet her. Hinter diesem Stein würde ich jetzt sagen, naja. Da so eine große offene Fläche. Dann kloppe ich jetzt hier die Steine weg und schau, was dabei rauskommt. Den ersten machen wir mal zusammen. Kobalt. Kobalterz. Dann fälle jetzt das ganze Kobalt hier, was hier ist, nehme das alles mit und dann sehen wir uns, wenn ich da fertig bin und wir weiterlaufen. Und weiter geht die Reise hier hinter diesem Teich. Jawohl. 5 Kobalterze sind, glaube ich, rausgekommen und ein Steinvorkommen habe ich noch abgekloppt, aus Versehen. Aber halb so wild. Da wäre was zu essen, aber brauchen wir gerade nicht. Dann, dann, dann. Das ist super mit dem Wagen. 2 Kisten drauf. Easy going. So, jetzt müssen wir uns da oben nur zurechtfinden. Machen wir langsam. Regenerieren mal Ausdauer. Nicht, dass uns gleich der erste Vampi oder Zombie, ich weiß immer noch nicht, was hier der richtige Begriff ist, für die Kreaturen. Dann, dann, dann. Wir haben es gleich geschafft. Oh, okay. Vorsicht, nichts brechen. Hallo? Ach was. Oh Gott. Oh was, Gesundheit. Jetzt darf uns aber... Naja, da bringt er das nichts.
Und das auch nicht. Aber wir müssen jetzt erstmal hier essen. Ja, Hauptsache Gesundheit ist wieder da. Und was bräuchte man jetzt für so eine Schiene? Sonstiges, eine Schiene, Stock und Pflanzenfasern. Das sollte doch machbar sein. Ja, schlag mich jetzt hier nicht. Gegenstände, sonstiges, 2 Stöcker, 5 Pflanzenfasern, perfekt. Vier, fünf, eine Schiene. Gut. Dann gehen wir mal in das erste Haus rein und schauen, was uns da erwartet. Leere Dose nehmen wir auf jeden Fall mit. Fischöl können wir auch weiter verarbeiten. Schmeiß das mal raus. Das braucht kein Mensch. Da liegen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nehmen nur noch wirklich das Nützliche mit. Verbände, Glas ist in Ordnung. Federn brauchen wir nicht. Kriegen wir zuhauf. Wow, nochmal eine Feder. Noch ein Spilliter haben wir auch schon genug. Okay, das war Haus Nummer 1. Geht's da irgendwie noch nach oben? Habe ich irgendwas übersehen? Haut die mir eine durch die Tür, aber gut, dass man die auch durch die Tür erschießen kann. Inventory, Konstrukt. So, nimm deinen Wagen mit. Was liegt hier noch? Ein Tuch. Tuch ist wichtig. Oh. Was ein Schwein, dass die mich immer treffen müssen. Gleich mal alles ausladen. Oh, nicht alle. Ja, das sollte mal reichen. Da gehen wir zuerst in das Haus. Erstellen wir den Wagen aber hier davor. Da ist schon wieder einer. Dieses Geräusch, widerlich. Ölkanne, okay, nehmen wir mit. Also, let's go rein in das Haus. Kevlar, sehr gut für unseren Bergbauhelm, dass wir auch in der Nacht mal was sehen. Glaube ich. Hoffe ich. Knochen brauchen wir nicht. Gucken wir uns erst da hinten um. Ins Bücherregal immer reinschauen, nicht, dass da die Blaupause ist. Leere Dosen sind immer gut. Lehmerde, Lehm, ja, komm, nimm's mit. Wir haben ja noch genug Platz. Trockener Ziegel, aussortieren können wir später immer noch. Bibel, ja, geschenkt. Könnte auch einfach die Türen offen lassen, ne? Dann wüsste man auch, dass man da schon drinnen war. Da stand keiner. Okay, nimm deinen Wagen. Wir brauchen Blaupausen, mein Friend. Oh, Elektrikteile. Sehr gut, sehr gut. Rein damit, rein damit, rein damit, rein damit.
Okay, die erste Kiste ist schon fast voll. So, Bücherregal, nichts. Da liegt auch nichts rum. Da ist auch nichts drin. Oh Mann, oh. Im Klo ist irgendwie meistens nichts. Macht aber Sinn. Verbände können wir immer gebrauchen. Federn brauchen wir nicht. Naja, eine Kartoffel nimmst du mit. Tuch. Nimm Tuch mit. So, noch nach oben. Aber oben ist, glaube ich, auch kein Buch, oder? Mais brauchen wir jetzt nicht. Das ist überall nichts. Hier ist auch nichts. Gott, keine Blaupause. Nö. Blödes Haus. Wo sind wir denn reingekommen hier? Nö, hier nicht. Ach ja, bestimmt schreit gleich wieder irgend so ein Vieh. Frage, die mir gestellt wurde, kann man hier drinnen bauen? Scheint nicht so. Könnte ich jetzt hier irgendwie platzierbares, ein Lager? Nö. So, nehmen wir das Haus da. Tuch, können wir wieder wegpacken. So. Let's go. Mechanikteile, perfekt. Medizinverband. Ja, lass die Zwiebel da. Das Zwiebelhaus hier. Das ist nichts. Da steht nichts drin. Ernüchternd. Können wir hier irgendwas umräumen, dass das da noch reinpasst? Wunderbar. So, da war ich drin. So, dann geht's da weiter. Einmal so die Runde, glaube ich, gedreht, oder? So außenrum, so du du du. Ah ja, perfekt. Falk nehmen wir mit. Ein Ölkendler können wir immer gebrauchen. Hallo? Federn braucht keiner. Blei nehmen wir natürlich mit. Kevlar nehmen wir auch mit. So, nichts im Bücherregal. Elektrikteile. Das Tuch. Muchentuchen, was liegt da rum? Tierfett, nö. So, das war der Eingangsbereich. Küche war mal auch und hier oben wird auch nichts. Na gut, Verbände nehmen wir immer mit. Da kennen wir nichts. Auch keine Ausdauer. Da hinten steht doch auch noch irgendwas. Oh Gott. Okay, ab zum nächsten. Ein Tuch. Okay, jetzt ist voll. Müssen wir die zweite Kiste anfangen. Das ist aber gar kein Problem für uns. Wir haben ja extra zwei mitgenommen. Dass ich jetzt natürlich mit den Häusern anfange, wo keine Blaupause drin ist. Was ist das? Nichts zum Mitnehmen. Hinten seht ihr das?
Habe ich dich erwischt? Oh, der hatte sogar was Cooles dabei. Nö, wenn, dann nimm das in die Hand. Das liegt da was drin. Nee, das hätte ich mich jetzt aber auch gewundert. So, da mal rausgeguckt. Eine Schiene. Komm, wer weiß, was noch passiert. Seile kannst du da lassen. Oh, Elektrikteile. Ach ja, Blaupausen. Hallo. Gehen wir noch nach oben. Was ist das? Eisenbrocken? Regale sind alle leer, das gibt's ja nicht. Und hier war mal wieder nichts. Alles klar. Und dem Haus war ich schon. Ei. Jetzt der Bogen kaputt. Nein, jetzt muss ich ja auch noch. Wie? Noch nicht tot. Noch jemand? Nein. Gut. Super vorbereitet. Lars braucht ja mal einen extra Platz. Wunderbar. Und dem waren wir, in dem waren wir. War ich auch schon in dem? Ja. So, aber in dem hier nicht. Haben Sie hier was auf dem Tisch liegen lassen? Lehm, okay. Nutzen wir jetzt mal, ne? Gurken brauchen wir nicht, Federn auch nicht. Wir brauchen Rezepte. Glas, überall liegt Glas rum, als wenn die Leute hier überall Glas rumliegen haben. Was ist das hier für ein kleines, blödes Haus? Was bräuchte man denn eigentlich? Ach, für den Bogen. Drei Seile und ein Stock. Zwei Pflanzen. Sechs Pflanzenfasern. Wow. Warum nehmen wir mit? Das ist einfach nur Verarsche, ne? Einfach nur ein Buch. Hilfe. Du Dumme. Jetzt ist der auch kaputt, oder was? Kann ich die auch mit dem? Echt jetzt? Oh Gott, was ist denn hier los? Medizinverband. Nee, wir waren ja hier in dem Haus. Waren wir ja fertig. Hier war ja nichts. Drei Seile, richtig? Oder musste man Seile in dieser Werkbank herstellen oder was?
Werkbank. Pflanzenfasern, Stock und eine Steinklinge. So, das kriegen wir doch jetzt irgendwie gebaut. Gut. Kann das raus? Kann das raus? Dann haben wir jetzt wenigstens wieder einen Speer. Junge, Junge, Junge. Zum Glück habe ich gerade Heilung genommen, ne? So, war ich jetzt in diesem Haus hier schon? Sieht nicht so aus. Ein Ölkännle, nimm mal mit. Erstmal wieder einlagern, was wir einlagern können. Das könnte doch so eine Blaupause sein, aber nein. Biotreibstoff, Kartoffelkeimling brauchen wir nicht. Was liegt da? Schrauben nehmen wir definitiv mit. Ja, Toilette ist wieder leer. Bauen wir hier gleich das Ding hin. Auch keine Blaupause. Oh Mann. Da ist eine. Solarmodul-Tech. Solarmodul. Ja, okay. Nehme ich. Melonensaat wollte man nicht mitnehmen. Muchenduchen. Biotreibstoff. Sehr gut. Da ist keine Blaupause drin. Na, nicht, dass ich wirklich schon eine übersehen habe. Ach, Pflanzenfasern. Ja, wer braucht schon Pflanzenfasern, ne? Warum liegt das Tierfett da am Boden? Hallo, ich würde hier gerne wieder raus. Hier ging's raus. So, in diesem Haus war ich dann wohl auch noch nicht. Und dass es hier ständig gewittern muss. Was? Warum ist das hier leer? Komm, wenn hier schon eine Ofenkartoffel rumliegt. Mais, trink was. Jawohl. Guter Junge. Entenmulch. Was ist hier passiert? Warum ist es hier einfach ein leeres Haus? So, jetzt weiß ich schon wieder nicht. War man in dem hier schon? Nee, oder? Oh Mann, ist das alt. Nee, hier waren wir noch nicht drin. Was sagt F? Oh, jetzt habe ich das wieder ausgemacht. Immer noch Oktober, das ist gut. Irgendwas, was ich einräumen muss? Geh weg! Wo ist er? Hilfe, Hilfe. Da sitzt er, ne? Kleiner Wicht. Hier war doch der Speer. Boah, was? Was stimmt mit euch nicht? Er hebt mich fest, oder was? Moa, Drecksvieh. Junge, Junge, Junge. Ich will ihn abwerfen und in dem Moment rennt er weg. Er läuft bei ihm.
Eisenerze, oh, Eisenerze ist immer gut. Wie stellt man eigentlich Stahl her? Stahl habe ich auch schon gesehen, aber ich habe noch keine Ahnung, wie man das herstellt. Was? Schon wieder einer. Uiuiuiui. Ne, du diesmal nicht. Bleib hier. Ah, du Affe. Diesmal aber. Erst mein Speer. Ja, fett. Gut. So, und jetzt lass mich hier in Ruhe durchgucken. So langsam wird es nämlich auch dunkel. Das Prickelnde für euch. Habe ich schon festgestellt. Ihr seht da kaum noch was. Ein Tuch. Knochensplitter, da ist nichts. Komm, egal, wir nehmen es nochmal. Hey, hier ist auch keine Blaupause drin. So, dann ist das hier das letzte Haus oder wie oder was? Na dann hoffen wir mal. Auch wenn ihr vermutlich nicht mehr viel seht. Das ist auch keine Blaupause, oh Mann. Nicht, dass ich wirklich eine übersehen habe oder nicht, dass ich hier wirklich schon drin war. Oh Gott. Da ist auch nichts. Ja, scheiße war's. Folgenlänge sieht auch gut aus. Oh. Aber hier steht auch nichts drin. Jetzt rennt hier auch noch so ein Wolf draußen rum. Nö. Okay. Ah, verdammt. Ja gut, dann habe ich nur eine Blaupause hier gefunden. Vielleicht müssen wir hier dann auch nochmal hoch. Dann verabschiede ich euch jetzt hier und laufe im Dunkeln zurück zur Base. Dann wird... Ja, gegen einen Wolf im Nahkampf hätte ich jetzt hier überhaupt keinen Bock. So, hier ist wirklich kein Tech versteckt. Kein Bauplan, naja, gut. Na gut, na gut. Wo muss ich zurück? In die Richtung. Wo war denn mein Gebiet da, ne? Oh Gott, das ist ja so weit. Einfach mal alles da rein. Map-Ausrichtung, ja, perfekt. Dann würde ich sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch den Daumen nach oben da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.